Ja, wir rocken jetzt hier einfach mal auch schwer durch, würde ich sagen. Ja. Ratzbatz, damit wir auch mal sehen, mit welchem Boss wir hier zu tun haben. Und Richtig. schwer ist ja tatsächlich immer noch eine Schwierigkeit mehr, als wir bisher gespielt haben, ne? Richtig. So, Das what, ihr wäre sonst jetzt Hater? peinlich. Ja, komm, ey, Hayden ist hier fehl am Platz. Hayden? Ja, Hayden. Hayden. They Hey, der Hayden Reich. Roman. They Hayden. Gibt's nicht einen Christian Hayden oder so? Was? Ist das nicht ein Wer heißt Schauspieler oder sowas? Jesus? Hey, den kenne ich gar nicht. Ja. Hayden kenne Diese Selbsteinsicht mit diesen. Naja. Fantastisch. Ich weiß ja schon vorher, dass es schlecht wird, aber das ist. Ich Das hält ja niemanden möchte ab. euch ja mit diesen Schmerz teilen. Und geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Genau. Genau. Wie die Mathematik uns gelehrt hat. Richtig. Wobei, Mathematik ist kommt übrigens drauf an, total durch was man spannend. es teilt, ne? Mathe ist eigentlich, ist halt eigentlich die Wissenschaft vom Leben jetzt nicht, aber es hat mehr Lebenssinn, als manche denken. Das stimmt. Das ist das Schlimme daran, dass man erst Ja. im Nachhinein, im hohen Alter von Mitte 20 feststellt, was Mathematik tatsächlich irgendwie hat, Ja, das ist. Problem ist halt, dass das eigentlich, es geht ja eigentlich gar nicht um irgendwelche Sachen auszurechnen. Es geht darum, irgendwelche Modelle von der Welt zu Hey, erschaffen. was? Fick dich, Alter. Du Kannst du mir ein Arschloch. bisschen Mana geben, bitte? Habt Nö, ne, ihr euch geschubst jetzt oder nicht was? mehr. Ich hab mir jemanden Vassi in hat seinen sich. Turm gestellt, wo er Ja, immer hinstellen dort. wollte. Das ist so ein Penner. Dachte, Wollte du ich nach meinst mich links? jetzt mit deinem Nein. Ausruf. Quatsch. Der hätte ich Aus komplett dem Nichts. grundlos hier. Aus dem Ich Nichts. erzähle gerade meine Weisheit hier und dann komm ich dich. Das wäre ein bisschen ungünstig. Aber so ist doch die Relation auch in der Schule. Wenn der Das Lehrer stimmt was allerdings. erzählt, dann, fick dich, Alter! So fühlen sich Lehrer, ja. Ja, Deine Oma. fick dich und deine Oma, Alter, was zur Hölle? Gehen Ja. die Kinder jetzt auch schon auf die Omas? Ich Ich weiß es glaube nicht, nicht. also ich hoffe nicht. Das Ich. wäre ein bisschen pervers. Ist hier noch Ah, irgendwo Mana? nee. Es ist immer so schön mit euch. Kätzchen sind ausgebeutet. Basti hat Kätzchen einen. klein. Was? Kätzchen sind ausgebeutet? Das klingt ja Ja. wohl mal. Naja. Ausgehäutet, Entschuldigung. Ach so, das ist, glaube ich, Das okay. ist schon wieder was Ausgenommen anderes. und gehäutet. Beziehungsweise andersrum. Ja. Dann kannst du die nämlich Aus. ausstopfen und dann hast Die du für sind immer dein süßes ausnahmslos Kätzchen. gehäutet. Kätzchen. Das ist doch die Traumkatze, die bleibt für immer Aber das niedlich. schnurrt dann nicht mehr so Ach, kuschelig. das baut man einfach ein. So ein Ding. Mit einem Schnurrmodul. Gibt auch diese Puppen, die sagen, ich liebe dich oder ich hab dich lieb, wenn man den auf den Bauch drückt oder sowas. Was, das ist nicht natürlich? Ach, du hast gedacht, da wären kleine Babys drin eingesperrt in den Puppen, ja. Wenn man sich das einfach so ans Ohr hält, dann hört man, lasst mich raus, gib mir was zu essen. Oh nee, das. Ja. Drück Kennt ihr mal diese bitte, Basti. Ach so, entschuldigt. Wenn man die kippt, dass die dann rumbrummen. Nee. Ja. Ja, die sind super. Die sind echt super, die gefallen mir. Ich finde die auch total schön, obwohl ich sie nicht mal kenne. Du kennst sie nicht mal, Deine Alter. Vorstellungskraft reicht aus, um Ja, sie schön auszudenken. habt sie mir so schmackhaft gemacht. Diese Achso, Brummbären, die man zur ich Seite. habe jetzt nichts gegen Wyvern aufgestellt bei Rahmen, ne? Nö, das ist kein Und Problem. Hier bin ich ja. bei Knasti. Ja, das ist Ich ein bin. Problem, weil hier bin ich ja. Ach so, soll ich da nochmal rumkommen zu euch oder wie ist Ich das? bin Nee, unterwegs. die schießen auch Ach an den Himmel so. hier, der Turm, der Der hier steht. Blitzturm? Ja. Gut. Der müsste auch erstmal Ja. reichen. Ich, Ja, weil ich kann hier auch nichts ja. machen derzeit. Ich habe vor allem nichts an Mana, weil die lassen ja kommen noch was fallen hier. Ey, was haben die? Die haben irgendwie, die haben kaum Leben. Ja, das ist ein ziemlicher Sprung zwischen den Schwierigkeitsstufen. Ja, aber man muss ja sagen, damals fanden wir den Sprung oder Sprung von normal auf schwer ja schon hart. Aber jetzt ist das halt der Sprung, der nochmal weiter höher ist, halt nochmal härter, aber man ist ja auch höher und Härter, härter. genau. Ja. So, Lost Basti sollte safe sein. Basti, bist du ein Safe? Ja, warte. Ja. Jetzt Muss ja? man in dir eine Kombination eingeben? Drsch. Jupp. Ja.
Was? Der ist so ich bin doof. Jetzt, ich bin jetzt safe. Ja. Ihr macht das schon, ne? Was hat denn Basti gemacht? Nichts. Was? Wie? Ich weiß nicht, ich verstehe nur gerade nicht, was das Geräusch mit dem Safe zu tun hat. Ist nicht so schlimm. Irgendjemand wird es bestimmt verstanden haben in unserer Zuschauerschaft und der wird sich jetzt weghauen, denke ich mal. Gibt es denn da überhaupt was man verstehen kann? Ich glaube schon, ja. Und für den einen, da hat sich das dann schon gelohnt. Genau, richtig. Die ganze Mühe, diesen Witz gefühlvoll aufzubauen. Aber der Witz, der ist ja tatsächlich ein Meisterwerk. So verzwickt mit einer genüsslichen Pointe, das ist ja... Huiuiuiui. Pointe. Pointe. Ja. Pointe? Das ist so aus dem zwielichtigen Business, ja. Pointe. Mensch, hast du wieder eine schöne Pointe hier in den Film eingebaut. Was, Alter? Ja. Das check ich gerade nicht. Einer von den Zuschauern. Vielleicht, ich warte auf den Tag, dass es einer von uns sein wird, der Zuschauer, also der Schnallende ist. Ja, und dann, jetzt habe ich verstanden. Mensch, was ein Witz. Ist das lustig hier. Ich hau mir gleich die Schenkel durch. Ja, das kann passieren. Oder aber auch nicht. Das ist je nachdem, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Wenn das alles gleich verteilt ist, dann sind wir aber, dann habe ich aber die geringsten Chancen hier, was zu verstehen. Würde ich mal sagen. Ich bin für Chancengleichheit. Einer von den Zuschauern. Hallo, das war jetzt gar nicht. Den kannst du ständig bringen, das ist gut. So. Ach, hier ist noch eine. Ach, die Katze ist schon ausgeketzt. Du kannst auch einfach mal eine. eine Behauptung aufstellen und sowas wie. Nee, jetzt habe ich kein Beispiel, verdammt. Ich schwebe! Moment! Wohin wollte ich? Die muss ich mir merken. Wohin wollte ich? Ach, genau. Von wegen. Auch im Süden, aber von wegen. Ihr wolltet ja unbedingt, dass ich das so und so mache. Die Zuschauer, die es gefordert haben, die wissen, dass sie gemeint sind. So in der Art. Ja, und im Endeffekt hat es. So. Ja. Ihr wolltet mich ja wiedersehen. Ne? Ja, So, ein Gobblecopter. Von wo? Ach, da. Der ist ja bei dir. Oh, der ist aber weit weg. Ja. Der ist, glaube ich, sogar noch langsamer. Ah, und bei mir auch. Ich muss jetzt einfach drauf schießen, dann. Der fliegt, glaube ich, zu Basti. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das läuft. Katze macht ein Geräusch. Ja, da. Ein Koptierendes, da ist noch ein zweiter. Ja, bei dir, ne? Ja, das ist hier so die. Der kommt zu dir. Ja, irgendwie. Ich krieg den von hier aus nicht. Die, nicht funktionieren. Die Projektile fliegen nicht unendlich weit. Da kommt noch einer. Hier schwebt eine Waffe in der Luft, also jetzt nicht mehr. Ey, ich brauche unbedingt Kristalle hier. Ey, was war denn das für eine Welle hier? Das ist ja... Das war die zweite, aber wir sind erst bei 6. Ja. Komm schon. Also Huch. Hui. Ah, hier ist ja... Kindergarten. Lullikrams. Lollipop, oh lolli. Wie machst du dieses Ploppen? Machst du immer ein Bier auf? Ja, genau. Ich habe hier mittlerweile 50 Bierflaschen neben mir stehen. Oh, endlich kann ich den Witz mal bringen. Bier rauskramen. Ja, lollipop, oh la. Und nach dem Lied hast du dann hier... Musst du alle trinken dann. Alle offen. Ja, das ist ein Problem. In dieser Aufnahme jetzt schon Bier thematisiert wurde, das macht mir ein bisschen Sorgen. Was? Das erste Mal? Ja, echt? Ach nee, vorhin das schon. Das König der Biere. Stimmt, Crystal Meth hatten wir auch schon mit drin. Ja, aber das ist ja, kein Bier. Von daher ist das nicht so schlimm. Es wird aber auch gebraut, also ein gewisses... Crystal Meth, das war doch die Geschichte, das Theaterstück da vom Shakespeare, oder nicht? Genau. Nee, es war... Ja, genau. Doch, Crystal Meth... Beck. Ja. Crystal Macbeth. Ich glaube, der ist komplett sinnlos hier. Hallo. Glaube ich mal.
Ick verkauft hat. Zu wem hast du gerade Hallo gesagt? Muss ich Hallo sagen? Zum Kätzchen. Ach so. Ja, als ob er mit uns reden würde. Ja. Ich lebe in meiner Kätzchen. Sobald, genau, sobald Katzen im Spiel sind, ist einfach alles andere egal bei dem Mann. Ja, natürlich. Oh. Also, liebe Frauen, ne? Zieht euch Kätzchen-Unterwäsche an, dann habt ihr seine Aufmerksamkeit. Na, solange wie ihr die Unterwäsche anhabt, dann ist vorbei. Danach. Oh, langweilig. Oh, na, dann spiele ich mit der Unterwäsche. Wie mit einem Wollknäuel. Dann liege ich auf dem Rücken und strecke Arme und Beine so in die Luft und spiele mit der Unterhose. Ach, schön. Und die Frau liegt total enttäuscht daneben. Ja gut, ob die nun nachher enttäuscht daneben liegt oder vorher, wenn ich mit der Unterwäsche spiele, ist ja auch egal. Ja, ist schön. Das sind so. Ganz neue Lebensweisen, die ich hier feststellen muss. Mir ist warm. Dann zieh doch deine Wäsche aus. Dann interessiert sich Franz ja nicht mehr für mich. Ich wundere mich gerade, warum hier keine Gegner kommen, aber wir sind noch gar nicht in der Phase. So. Boah, das ist hier kaum... Oh, es geht ja los, oder? Kaum muss man lachen, wird man abgelenkt. An Okra has arrived. An Okra has arrived. Rahmen, bei dir gibt es... Ja, ich merke das schon. Goblin-Copter-Ritus. Sehr schön. Hier wird gerade entkoppelt. Entkoptert. Oh, hier ist ja ein toter Ork gleich. Die sind aber auch ganz gut dabei jetzt hier. Die machen ja wirklich kaum Schaden. Sag mal, selbst wenn die Ogre durchkommen, machen die Schaden, die Kopter, Ogre? Ogre-Kopter? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Ogre vor mir gesehen, dass ich mal gucken kann, wie viel Leben das Ding jetzt eigentlich hat. Die hatten ja jetzt 1 Milliarde, ja, die haben immer noch genauso viel Leben. 1 Milliarde. Aber die gehen viel schneller, die haben weniger Leben. Echt? Ja, die müssen, die hatten 2 Milliarden oder sowas. 2 Millionen meine ich. Ja. Millionen noch nicht. Ey, die haben jetzt ja nur eine, also weniger. Ja. Ja. Also jetzt auch nicht so viel weniger, aber trotzdem, die machen auch nicht so viel Schaden. Und ich weiß nicht, ob die noch sprinten. Ich habe bisher keinen Sprinten sehen. Ja. Weiß die Musik nicht. Ist episch. Oder so ähnlich. Das ist mein Kinderchor, der hier im Hintergrund steht. Gib uns was zu essen! Singt! Singt! Genau, bis die Runde müssen vorbei erst ist. Den Boss schaffen. Ja. Dann gib's lecker Lolli. Herr Rahm, müssen wir jetzt noch eine Runde singen, bevor wir was zu essen kriegen? Ich will zu meiner Mami! Die ist tot! So. Das war jetzt gemein. Das finde ich auch. Jetzt habe ich Tränen in den Augen. Das war so eine traurige Geschichte. Warum haben denn hier Türme Schaden genommen? Das ist ja furchtbar. Hier standen wieder Ogre mittendrin rum. Ach so, ja, soll so. Ich vielleicht... Ah nee, ich muss da unten bleiben, ja. Ich wurde ja verwiesen. Nee, es passt schon, nur ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die Ogre hier wieder durchrennen. Ich finde, muss ich ja mal sagen, ich finde die Regenbogen von den Katzen immer noch albern. Aber das ist ja... Ja, ja, albern, süß. Die Herzen machen das wieder wett. Passt schon. Aber es ist krass, dass die Herzen und Regenbögen auswerfen. Da hat jemand den Skilltree ausgetrickst von den Katzen. Ich meine, man muss sich ja entscheiden. Eigentlich schon. Das eine oder das andere. Ja, und jetzt haben wir hier alles. Extra für uns. Um uns gebührend zu feiern. Herr Rahm, ich werde den Feuerballturm hier wegwerfen und dafür einen tödlichen hinstellen. Es geht nicht! Moment, da muss ich... Ach, du hast es schon getan. Ja, ich habe den schon weggeworfen. Okay. Aber ich brauche noch einen... Eine Einheit. Hier, komm, warum habe ich denn eigentlich sowas da stehen? Hier, bitteschön. Dankeschön. Warum hatte ich denn sowas stehen? Das war doch total nutzlos. Ja.
Wo wir wieder bei den Kakteen wären. Ganz ja. ehrlich, die machen ja nichts. Ich wette, die... Welche Pflanze macht was? Ganz ehrlich, ich wette, dass das Kakteen nicht mal Sauerstoff herstellen. Die wachsen ja noch nicht mal, die sind echt nicht gleich. Ja, das Einzige, was sie machen, ist wehtun an der Hand. Da hat man kein Erfolgserlebnis. Wusstet ihr eigentlich, dass Zimmerpflanzen gar nicht das Raumklima verbessern, also die Luft? Wieso? Das machen die gar nicht, insgesamt, auch, oder was? Unterm Strich, weil in der Nacht verbrauchen die eher die gute Luft, als dass sie die verbessern. Ja, aber du kannst ja in der Nacht rausstellen. In der Nacht kriegt man das ja auch nicht mit, da schläft man ja. Ja, das zu dem noch. Erstickst du dann halt einfach. Ist ja egal. Gestorben, schöne Blumen. Alter, meine Pflanzen, die atmen mir immer den ganzen Sauerstoff weg. Wäre doch cool, wenn man selber in der Nacht dann Sauerstoff produzieren würde. Dass man quasi mit den Pflanzen ein perfektes Wechselleben führen würde. Stimmt, ein Biom. Ja. Und was macht man stattdessen? Wollt ihr auch mal auf G drücken oder wollt ihr noch weiter reden? Nee, ich hab schon. Also ich weiß nicht, was soll denn das jetzt hier für ein Kritikpunkt sein? Nein, es kam gerade so übel, es tut mir leid. Das ist ja. Es sei dir verziehen. Okay. Aber nur ausnahmsweise. Also ich, ja. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass ich plötzlich hier zielstrebig geworden bin. Echt mal, vorhin, als es anspruchsvoll war, ja. Da die ganze Zeit nur am Quatschen. Boah, blöden Kopf. Da, wo bin ich denn? Ach, hier, genau. Oh, wird der abgeschossen? Der wird nicht abgeschossen! Der wird echt nicht abgeschossen. Das sag ich doch. Der wird nicht abgeschossen, die Sau. Das geht aber gar nicht. Ja, wahrscheinlich, weil das sonst zu einfach wäre. Meinst du? Trotzdem Balöd. Ja. Balöd, der Bär. Whoop. Wer kennt ihn nicht? Der war doch immer mit Mowgli unterwegs. Ja, der immer gemogelt hat. Genau. Olle Mogelhannes. Das ist Schumli. Aber das klang halt so blöd. Schumli, der Mogelhannes. Ja. Tja, ich mach die Namen von Disney nicht. Ja, müsste man mal noch hier nicht das Dschungelbuch, sondern wie heißt? Mann, diese Kopter, die nerven so tierisch. Basti, kommst du klar? Wir dürfen jetzt nicht versagen hier. Das deine Türme brauchen immer so lange, um hier die Kopter umzuballern. Hör mal auf mich jetzt, aber das stimmt. Ich weiß aber nicht, weshalb das so ist. Wo bleiben die Typen denn stehen hier ständig? Hier vorne so? Jupp. Ah, wir haben ja keine Einheiten mehr frei, dass ich da. Na doch, ich kann hier, warte mal. Die Tödlichen machen nichts. Ganz ehrlich, die machen echt nichts. Hier, der macht was. Und den hier kannst du verkaufen. So, stell auf. Hier oben, das kann ja auch. Oh, da hat auch 200 Pilz, von daher. Ich bin übrigens voll mit Mana. Fällt mir gerade mal auf und ein und überall hin. Und um? Ja. Null Kills! Wo willst du jetzt hier? Na, sowas? Ich lass ihn mal stehen. Ja, das ist gut. Weil die zimmert ordentlich Pflanzen. Wo wir wieder bei Zimmerpflanzen werden. Haha. Ja. Ja. Brauchst du noch einen von oder kommen die von hier auch? Von dieser Seite? Ja, die kommen von beiden Seiten. Mhm. Ach, kann ich das so machen? Oh ja, Ich glaube, bei Basti können wir gar nicht auf Prävention gehen, sondern tatsächlich auf bösartigen Ogerschaden. Auf Prophylaxe. Auf Prophylaxe. Ist nicht irgendwie das gleiche so? Ich glaube auch nur, das eine hat was mit Zähnen zu tun und das andere auch. Mit Lachsen. Lachs. Wusstet ihr, dass Lachs verdammt lecker ist? Oh ja. Aber auch nur, wenn es der richtige Lachs ist. Ja, mir ist es eigentlich... Nein, es ist mir ziemlich Lachs. Nee, aber Lachs, muss ich ja mal sagen, also einer meiner Lieblingsmeeresbewohner. Weil also, du ihn gerne isst. Auf meinem Teller. Natürlich. Hör mal, sag mal, schneit es draußen? Es gibt's ja nicht, es schneit draußen. Bei mir regnet's. Bei mir ist bewölkt. Ich bin das Mittelmaß. Ja. Ja. Und ich bin scheiße. Ja, du bist gut, verfroren. Ich finde Regen jetzt auch nicht unbedingt so knorke. Ja, was ist ein Regen? Ich meine, es ist ja immerhin noch was Positives. Das na, fällt nicht, ja wenn immerhin das... nach unten. Ja, Schnee nicht? Nee, das fällt waagerecht. Der wirbelt, ja. Das wäre doch auch cool, wenn quasi Schnee einmal komplett so um den Globus ziehen würde, so als Wanderschnee.
Ohne liegen zu bleiben. Ja, yeah. Das wäre echt cool. Hätten wir immer das Winter. Das wäre nicht cool. Aber ich meine, das sieht komisch aus. Wenn, ja, wenn die Welt noch weiß wäre, aber es schneit wie aus Eimern. Oder aus Salzstreuern, je nachdem. Ach ja, ich muss ja. Hey. Ich habe auch mal gegäht. Gegähnt. So, was passiert denn hier eigentlich? Es sind ja tatsächlich nur die Goblin-Chopter, die so... Chopter, die Choppers. Choppers. Nicht Choppers. Ja, aber greifen denn die anderen Türme die Fliegeviecher an, die Copter? Ja. Nur, es wäre halt angenehm... Das ist ja aber schade hier, was passiert denn? Ja, mal schade. Es wäre angenehm, kennt das Spiel nicht. Komm doch nicht ran. An die Chopper müssten... Ach, ja genau. Chopter? Keine Ahnung. Müssen eigentlich die Tödlichen nur, weil alle anderen schießen irgendwie nur in den Boden und dann war's das. Wie? Ne, die Tödlichen schießen ja nicht auf die Kopter. Doch, die Tödlichen... Oh, was ist denn hier oben los? Nee, sah aber nicht denn so aus sonst. Gott, was ist denn hier los? Was? Hier bei mir? Oh mein Gott! Hier ist auf einmal übelst Action! What? Brauchst du Hilfe? Hilfe! Irgendwas. Ich weiß nicht, hier geht gerade nur mein Turm kaputt. Aber irgendwie... Oh, hier haben... Die Chopper wurden nicht... Copter, die... Helis wurden nicht runtergebrezelt. Jetzt machen die ja alles kaputt. Shit, was soll denn das? Es geht ja niemand auf die... Ja, das meine ich ja. Auch die Tödlichen... Aber warum? Die machen nichts. Das ist doch scheiße. Ja, das war ja das Problem. Endlich verstehst du mich. Oh. Hui. Ich hoffe, du verstehst mich. Ja, wie bitte? Ja. Oh. Na, hier waren jetzt gerade... Ganz ehrlich, wie soll ich denn das hier oben machen? Wenn hier nichts auf die... Das ist ja... nö, dann... Dann sollen die Scheißdinger landen. Dann kriegen sie aber richtig fett auf die Fresse. Das ist... Nur echt, ich mach doch hier nichts präventiv, wenn das nicht präventiv geht. Gibt's ordentlich Fratzengeballer? Ja, aber vom Feinsten. Aber links, rechts. Können Sie sich aber mal frisch anziehen hier, mal schön die Locken streifen. So. Scheiße. Was sind für Locken? Ogre. Die Ogre-Locken. Ach so. Warte mal, da kommt aber einer an. Aber es klang gerade gut. Manchmal muss man einfach mal Wörter so rauslassen, ohne dass man die großartig filtert. Ah, ich bin runtergefallen, verdammt. Ey, das ist doch furchtbar. Ja. Das ist ja furchtbar. Mut zur filterlosen Lücke. Ja, das ist tatsächlich so. Dass sich, also Gehirn und Mund sprechen sich dann irgendwie ab, aber irgendwie hat das... manchmal klappt es auch nicht so ganz. Ja. Das Gehirn kann halt nicht reden, wa? Ja, ich nicht, aber das ist, ja... Man möchte meinen, der Mund wäre das Sprachrohr des Gehirns. Dann sagt das Gehirn irgendeinen Gedanken und das und der Mund fragt, willst du das wirklich raushauen? Und dann sagt der Kopf, ja, passt schon. Bah, mach einfach. Och komm! Wenn nicht jetzt, wann dann? Komm, hau raus. Eben. Und dann fängst du an und stammelst und sagst dann irgendwie so, nur Mist. Ja, das kenne ich. Das waren doch sonst Nasty-Sounds. Was? Habt ihr den Krankenwagen gehört? Ja. Ach so. Ich dachte, der holt mich wieder ab, deswegen habe ich geohrt. Nee, ich hab nur vorhin schon was gehört. Da dachte ich schon, ja, hier ist jetzt letzter, aber nach. Aber anscheinend war der ja nicht für dich bestimmt. Es tut mir leid. Es tut mir außerordentlich leid. Wieso soll es dir denn leid tun, wenn du uns erhalten bleibst? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Nein. Arschloch. Oh. Hier, weg damit, das ist doch auch... Nee, ist doch alles, ich freue mich ja. Hier, Rahmen, auch bei dir, muss ich sagen, werde ich jetzt präventiv nichts mehr machen. Ja, das freut mich. Nee, das bringt ja nichts. Ich meine, der hat 24 Kills, das sind alles Wyvern. Wenn die nicht draufgehen, dann... Nö, sag ich. Ja. Dann muss ich hier nur noch mal die Türme fertig aufstellen. Irgendwie. Das ist voll in Ordnung. Das verstehe ich schon. Du kannst ja lieber Türme stellen, die für Wyvern sind. Also Feuer, irgend sowas.
Nee. Der Blitzsohn macht das und die Tödlichen kümmern sich dann um so, die okay. Rest des stimmt, ja. Stimmt. Richtig. Stimmt. Ja. Haben wir noch irgendwo eine Ultraschallbereich. Ach, nee, scheiße. Das ist eher so wie im Altenheim, hat es gerade geklungen. Ja, stimmt. Das ist schon richtig. Das ist da sagen die ja auch immer nur ständig, ja, es stimmt schon, stimmt ja, um zu zeigen, dass die noch leben. Ja. Das, ne, weil wenn im Gespräch da jemand zu ruhig ist, ne? Ist aber schwierig, wenn dann jemand fragt, sind sie schon tot? Und dann, ja, stimmt. Und dann funktioniert das ja nicht. Das wäre ja im höchsten Maße paradox. Ich glaube, du hast da gerade mal einen leichten... Ich will nicht sagen, dass das... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein Denkfehler, so hieß das Ding. Ich musste nur nachdenken. Wieso? Ja, wie willst du denn da was sagen, wenn du da schon tot bist? Ja, aber meinst du, wie willst du... das Gehirn so automatisiert? Nee. Soll ich drücken auf G? Oder wenn nämlich jemand die Behauptung aufstellt, ach, die Frau Schmidt können wir entsorgen, die ist eh schon tot. Und dann sagt Frau Schmidt... Weil sie ja weiß, dass sie nur wahrgenommen wird als lebende Person. Wenn sie was sagt, dann sagt Frau Schmidt, ja, stimmt. Ja, dann gibt sie ja denen eigentlich recht. Sollte man in dem Zusammenhang sein Denken da überdenken. Dafür hat Frau Schmidt keine Zeit, dann wird Frau Schmidt entsorgt.